Ja, Leute, heute gibt es wieder etwas ganz Besonderes und zwar ein Opening und nicht nur irgendein Opening. Nein, 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 neues Hauptset ist da, Legacy of Destruction, eine Anlehnung an Light of Destruction. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und öffnen das Ganze. Erstmal wieder riesen Dank, dass wir das Ganze hier früh öffnen dürfen. Und hier ist wirklich viel drin und ich freue mich wirklich, 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 habe ich schon gesagt, ich mich freue. Denn hier sind sehr schöne Karten drin, nicht nur neue Decks, nein, 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 auch eben für alte Decks ist hier Support da und das wollen wir uns natürlich angucken. Also hier ist wirklich für jeden etwas dabei, auch Booster Pack, Farbe, Artwork schon direkt 10 von 10. Ups, falsche raus. So, wir wollen nämlich reinzoomen. So, was haben wir denn hier Schönes? Also wie immer, ich gehe auf die Karten ein, wenn wir sie ziehen. Ich glaube, so langsam haben wir das Konzept hier verstanden. Und wir sehen gleich eine neue Karte. Wie immer, wichtig zu erwähnen, ich kenne natürlich nicht alle Karten, bedeutet ein paar sind neu, ein paar kenne ich durchaus. Und da kommen wir direkt zum ersten, und zwar Feuerdrachen. Drachen natürlich allgemein, sehr beliebter Archetype. Ich meine nicht Archetype-Drachen selber, sondern Typ, ne, den mag man sehr. Und Feuerdrache jetzt. Ne? Ja, Feuer ist dieses Jahr auf jeden Fall ganz groß am Start. Und wir sehen hier Sagen Kamin. Okay, interessant. Sagen Kamin nur ein pro Spielzug aktivieren. Es scheint so, als wäre das der Name, aber wir werden bestimmt gleich noch was sehen. Dann haben wir hier in Papas Fußstapfen. Sehr süß auf jeden Fall, sehr süß. Und dann haben wir auch gleich Sagen beschwören. Und sie sagt nämlich ein, du kannst deiner Hand ein Tenpai-Drachenmonster von der Deck hinzufügen. Und das ist genau das, was hier drin ist. Tenpai-Drachendeck ist da. Und das Deck macht unglaublich Spaß. Es kann sehr, 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 sehr viel Schaden in der Battleface machen. Denn oft ist ja so, wenn man sagt, ja, okay, man muss 8000 Lebenspunkte, ne? Aber dieses Deck, nein, 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 8000 Schaden ist nichts. Also wir schaffen ohne Probleme 16.000, 20.000 Schaden, was natürlich sehr viel ist, ne? Also ein neues Deck und ihr Antikantriebs dunkler Golem und da sehen wir gleich die erste Karte, wo ich gesagt habe, es gibt eben hier auch Karten drin, die eben hier für alte Decks da sind, unter anderem eben hier Antikantriebs dunkler Golem. Ey, das passt, ne? Ebenfalls andere Drüse, Panzerrad und weiter geht's. Sündhafte Beute hier ebenfalls natürlich. Ne, sündhafte Beute, allgemein Snake Eye, Diabellstar. Kommen wir auch noch zu, gibt es ja auch noch einiges drin. Dann haben wir grausiger Grabfinder und da sind wir bei Jubel. Ja, Leute, es ist eine Jubel-Karte und hier sind allgemein Jubel-Karten drin, die eben im Deck noch fehlen. Unter anderem auch eine sehr gute Field-Spell, da kommen wir hoffentlich auch noch zu. Und daher hier eine super gute Karte eben für Jubel und Löschen in der in Asche. Löschen der in Asche gelegten. Okay. Neue Aschenkarten. Das ist auch gut. Kenne ich noch nicht. Lesen wir natürlich. Ist sehr, 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 sehr viel hier. Lege ein Finsternismonster, Pyromonster von deinem Deck auf den Friedhof. Dann kannst du deiner Hand ein Pyromonster Stufe 5 oder höher von deinem Friedhof hinzufügen. Okay, erst reinlegen, dann hinzufügen. Ist nett erstmal. Also erstmal ist das quasi suchen. Das ist schon mal gut. Weiter geht's. Für den Rest des Spielzugs, nachdem der Effekt aufgelöst, kannst du kein Monster Spezialbeschwörung von Extra Deck durchführen, außer von Pyromonster. Okay, Pyromonster nur noch. Soweit, so gut. Weiter geht's. Was kannst du denn noch? Du kannst diese Karte vom Friedhof verbannen. Beschwöre ein Pyro-Fusionsmonster als Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck und verwende dafür Monster von deiner Hand oder Spielfeldseite als Material. Du kannst jeden Effekt von ihnen nur einmal pro Spielzug verwenden. Okay, neues Fusionsmonster ist da und das ist die Fusionskarte. Sie ermöglicht uns, ein Monster reinzulegen und eben auch dementsprechend eins auf die Hand zu nehmen. Okay, das heißt, wir haben auf jeden Fall durch sie ein Material und zusätzlich in die Fusionskarte. Du kannst jeden Effekt von ihm nur einmal pro Spielzug verwenden. Okay, sehr gut, sehr gut. Ich dachte schon, man kann halt nicht fusionieren, den Zug, den man benutzt hat. Okay, in Asche gelegte Karten. Da bin ich auch gespannt. Ey, das erste Booster, das würde ewig dauern hin. So, weiter geht's hier. Sagenpai Zweizack-Dragion. Komplizierter Name, definitiv. Ja, hier sehen wir das erste Synchro-Monster, was ebenfalls selber ein Empfängermonster ist. Eben wie gesagt, von den Tenpai-Drachen. Und das ist ja schön hier auf jeden Fall. Feuerdrache. So, dann, ja, also ich glaube, ich kann hier für jede Karte was erzählen. Wir haben neue Insekten-Support, um genau zu sein, für Insekte, Pflanze oder Reptil. Ist ja oft so, dass das eben für alles drei gilt.
Jetzt auch. Und das sind Link-Monster, die sich eben von Friedhof und anderen spezial beschwören können. Bedeutet also, wir haben hier die Möglichkeit, eben wie zum Beispiel in Rika, eben diese Link-Monster zu benutzen. Warum auch nicht? Nächste Karte. Endlos in Asche gelegte. Leute, wir kommen hier nicht durch. Während deiner Main-Phase, du kannst ein Pyro-Fusionsmonster als Fusionsbeschwörung von Extra-Deck beschwören. Okay. Einfach zwei Fusionskarten direkt bekommen. Und dafür Monster von beliebigen Spielfeldseiten als Brillial verwenden. Let's go! Das ist sehr gut. Monster vom Gegner benutzen. Immer gut. Weiter geht's. Als Material verwenden. Darunter auch den Eruptionsdrache. Ich vermute, dass der Eruptionsdrache auch ebenfalls Teil des Fusionsmonsters sein wird. Und falls du dies tust, erhält es für jedes verwendete Material 500 ATK? Okay, ich weiß, müssen wir mal gucken, wie viele Monster braucht das Fusionsmonster. Aber mindestens zwei, das heißt 1000 ATK mehr. Starke Karte bisher. Dann, falls du dies tust, du kannst diese Karte und ein Fitness- und Pyro-Monster vom Friedhof verbannen. Alle Monster, die den Gegner derzeit kontrolliert, werden bis zum Ende des Spielzugs zu Pyro. Du kannst hier den Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. Ah, okay, also Defeat Spell, gut, aber hier auch gut. Also kombiniert, nice. Fusionskarte. Gefühlt, also gefällt mir noch fast besser als die Zauberkarte. Nächste Karte, die wir hier haben, das neue Pendelkarten sind hier ebenfalls drin und wieder Aufflamm der in Asche gelegten und wieder eine Zauberkarte. Ich drehe hier komplett durch. Okay, wieder Zauberkarte, wieder Randa. So, machen wir mal so, damit das hier nicht ändert. Lege einer deiner in Asche gelegten Karten, die verbannt ist oder sich in deinem Friedhof befindet, außer sie selber unter deinem Main Deck und wähle dann ein Effektmonster, das dein Gegner kontrolliert. Annulliere bis zum Ende dieses Spielzugs seinen Effekt. Du kannst ihn nur einmal pro Spielzug aktivieren. Leg eine aschengelegte Karten, die verwandt oder sich mit einem Friedhof verbinden, unter deinem Main Deck und wähle einen Fake-Monster. Okay. Einfach eine Annullierung und Recycling. Nehmen wir mit. Drachendame. Ebenfalls eine Karte, die ich nicht kenne. Leute, es tut mir leid. Feuerdrache. Ja, Mensch, das ist aber jetzt hier ganz unerwartet. So, folgendes. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst ein. Was? Ein. Umnachtet. Zählmarke auf ein offenes Monster legen, das dein Gegner kontrolliert. Es kann nicht als Material für. Okay, ich komme wieder her. Es kann nicht für Fusion, Synchro, Exit oder Linkbeschwörung verwendet werden, solange es jeden Zähler hat. Okay. Am Beginn des Damage Step, falls diese Karte gegen ein Monster des Gegners mit Zählmarke kämpft, also mit der besonderen Zählmarke, du kannst jenes Monster des Gegners zerstören und falls du dies tust, erhalten beide Spieler Schaden in Höhe seiner Grund-ATK. Zusätzlich zerstört diese Karte am Ende der Battle Phase. Du kannst jeden Effekt von Einschutzzielzug verwenden. Okay, falls diese Karte Spezialbeschwörung wird, du kannst einen 10 Marke. Okay, nur bei Spezialbeschwörung. Interessant, mal gucken, wie das ist. Und da kommen wir auch direkt zu eben das, was ich angesprochen habe. Und zwar, wir haben ja auch alte Deckthemen, nämlich auch Lichtverpflichtete und deswegen Legacy of Destruction, Light of Destruction. Ja, da musste ja auch hier irgendwie wieder was mit Lichtverpflichtete kommen. Was haben wir hier? Du kannst ein anderes Lichtverpflichtmonster von deiner Hand aufs Deck legen, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand, dann lege die obersten zwei Karten deines Decks auf den Friedhof. Ja Leute, was will man mehr? Das ist einfach der Wolf, den man rauflegt, den man mildt, spezialbeschwört, er ist Empfänger, Entschuldigung, doch, ist es Snow? Nee, Snow, oder? gefühlt von Artwork her, könnte das so sein, und Kamera wird wieder gar nicht, super gute Karte für das Deck. Empfänger, sehr gut. Man kann direkt dieses Level 4. Bedeutet also, man kann direkt auch entweder Exit, also Minerva gehen oder eben in Synchro, denn die bekommen auch ein neues Synchro-Monster. Dann haben wir hier Samurai-Kämpfer und Ausradieren. Ui. Vom Artwork sehr hübsch. So, wir müssen weitermachen. Wir sind erstmal im zweiten Pack. Oh nein, es tut mir leid. Wir müssen dann wirklich ein bisschen schneller machen. Antikes Antriebs, Duell, Krallen. Wir sind nicht in der Kamera. Dann haben wir hier gleichsinnige Kanone. Wie gesagt, das sind die neuen Link-Monster zu. Goblin Biker! Hier ebenfalls neue Karten drin. Antiker Antrieb drin. Lichtverpflichtete Falle ist ganz nett. Auf jeden Fall, allein, falls diese Karte vom Deck auf den Friedhof gelegt wird, können wir sie eben setzen. Und wir können eben Anzahl von Lichtverpflichtete-Monster, gegnerische Monster wählen und dann dementsprechend hier dann Monster-Effekt annullieren. Ist nicht nett. Ist nett, vor allem gerade auf Schütze setzen. Weiter geht's hier. Ragnarok und Sündhaft Beute des Schlummers. Wie gesagt, Sündhafte sind auch da. Mal gucken, ob wir hier alle Karten dazu ziehen. Aber wir machen weiter hier eben mit musikalisch, denn da sind ja ebenfalls auch neue Karten drin. Dann haben wir hier nochmal Starmeter. Die Fearspell, wie gesagt, die Fearspell ist wirklich unglaublich stark. Nochmal ein Klon. Eben unglaublich stark für eben das Deckthema. Auch Artwork, Subi.
Neue Pendelkarten, wie gesagt, große Karambolage. Der Goblin Biker. Goblin Biker hier. Wie gesagt, neu auch ebenfalls drin. So, Tempai Drache. Da haben wir es doch. Tempai Drache Pandra. Und da sehen wir, es sind Drachen, Feuer. Was will man mehr? Ist super. Ist wirklich super. Dann haben wir hier tobendes Kleinkind. Finde ich geil, von Namen auf jeden Fall. Dann haben wir hier, Zwillingsdrache. Erinnert natürlich komplett an den donnerköpfigen Donnerdrachen, aber soll es auch sein. Und da haben wir die erste. Was haben wir hier? Drachen-Totengräber. Und das ist eine, was ist das? Vui Boreal, der Drache-Totengräber. Ebenfalls neu, kenne ich nicht, lesen. Illusion, perfekt. Illusion, let's go. Illusion sind hier übrigens auch neu hier drin. Aber da, vielleicht ziehen wir die noch. Falls die Karte gegen ein Monster kämpft, können beide dadurch jeden Kampf nicht zerstört werden. Wie immer, Illusion Monster. Während der Main Phase, falls ein oder mehr Monster du kontrollierst und auf den Friedhof gelegt werden, du kannst folgende Effekte basierend darauf, wo sich die Karten bei der Aktivierung befinden, aber du kannst jeden Effekt von ihr nur einmal pro Spielzug verwenden. Okay, Hand, beschwöre die Katastrophe-Spezialbeschwörung. Falls, warte, was war das genau? Du kannst eine von, Okay, Hand, okay, Spitzhacke schon. Spielfeld, lass einen Effektmonster, das dein Gegner kontrolliert, 500 ATK verlieren. Dann, falls ein ATK durch diesen Effekt zu Null wurde, kannst du es zerstören. Ist interessant. Artwork, Alter. Artwork ist ja 10 von 10. Also wirklich 10 von 10. Hier, Antiker Antrieb und Kreis. Kobold. So, ich hänge hier komplett hinterher, es tut mir leid. Das Gefühl können wir ja nicht mal sagen, ich öffne kein Display, sondern ich öffne einfach nur zwei Packs. Ich denke mal, am Ende ist es vielleicht dann fast besser hier im Kontext. So, wir haben hier neues Link-Monster. Link 1 Reptil. Ne, Link 2, Entschuldigung. Ich habe den Pfeil da nicht gesehen. Zwei Monster mit unterschiedlichen Namen. Ja, Mensch, das ist aber eine schwere Bedingung, ne? Du kannst ein Monster mit 2000 oder weniger ATK offen auf dem Spielfeldseite oder deinen Friedhof verbannen und dann ein offenes Monster auf dem Spielfeld wählen, lass ein ATK bis zum Ende des Spielzugs gleich der Grund-ATK des verbannten Monsters werden. Okay, heißt, wir können ja hier schön eine Ash oder so nehmen, dann die ATK des gegnerischen Monsters sehr reduzieren. Weiter geht's. Gleich des verbannten Monsters werden, um diesen Effekt zu aktivieren. Dann, falls du ein Monster verbannt hast, das ursprünglich Reptil war, zieh eine Karte. Kannst diesen Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. Okay, sehr interessant. Bedeutet also, wir können mit ihr einfach Karten ziehen. Ist nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt. Verglimmende Glut. Ich muss sagen, Artworks. Oh nein! Artworks sind hier super. Fischborg! Ja, Fischborg, Leute. Kennt ihr es? Ja, Ceturion, stimmt. Ceturion ist hier ebenfalls drin mit neuen Karten, auch mit neuen Synchro-Monstern. Was natürlich super ist, ne? Also ist ja auch ein Synchro-Deck. Die kennen wir bereits. So, und Tempai-Drache Shandura. Sehr interessant hier. Auch als Common bedeutet also, Leute, ich sag's nur so, ist es, Tempai-Drache is the way to go. Wird auf jeden Fall in der Meta einiges verändern. Und sei es eben nur dadurch, dass dieses Deck existiert. Oh, was der König schon sagt. Synchro-Universum. Ich muss sagen, auch hier wieder Artwork 10 von 10. Und das ist halt die Set Nummer 100. Und die kenne ich auch nicht. Ja, da müssen wir mal lesen. Ne? Erstmal sehr viele Sterne. Du kannst einen obersten König Drache oder obersten König Tor Pendel Monster Tribut anbieten. Beschwöre die Katastrophe-Spezialbeschwörung. Du kannst diesen Effekt von obersten König Sarg Synchro-Universum nur einmal verwenden. Okay, du kannst ihn sehr leicht wieder spezialbeschwören. Okay, fair. Der Name dieser Karte wird zu oberster König König Sarg, solange sie auf dem Spielfeld liegt. Nach der Schadensberechnung, falls diese Karte ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört hat oder wenn diese Karte deinen Gegner Kampfschaden zufügt, du kannst bis zu zwei oberste König Drachenmonster Spezialbeschwörung vom Deck, Extra-Deck und oder Friedhof im Verteidigungsmodus beschwören. Okay, ich dachte gerade Angriffsposition. Verteidigungsmodus, okay, fair. Sind ein bisschen viele Könige da, aber Verteidigung nur. Falls die Karte durch einen Kampf oder Karte zerstört wird, kann sie in eine Pendelzone legen. Ja, das war zu erwarten. Boah, ich dachte gerade wirklich, dass sie in Angriffsmodus kommen. Das wäre, also das wäre dann wirklich sehr viel, ne? Also dann haben wir einfach so bis zu zwei weitere, auch von Extra Deck, super gute Karte, muss ich sagen, an dieser Stelle. So, hier ebenfalls, die Momento-Karten bekommen jetzt ihre Fusionskarte, was auch sehr gut ist. Dann haben wir Dschungelbewohner, kenne ich auch nicht, sehr viele Sterne, Unterwäldler,
Dark. Okay, das sind schon mal nette Voraussetzungen. Kann ich als Normalbeschwörung beschworen werden? Muss durch einen Karteneffekt als Spezialbeschwörung beschworen werden. Solange zwei Karten in der Spielfeldzone liegen, kann dein Gegner diese Karte nicht als Ziel für Karteneffekte wählen. Du kannst jeden der folgenden Effekte von ihnen nur als Spezialbeschwörung verwenden. Du kannst ein Licht- oder Finsternismonster von deinem Friedhof verbannen. Beschwör diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Okay, erstmal quasi ein Chaos-Monster. Das ist schon mal ganz nett. Falls die Karte, die ihrem Besitzer gehört, durch eine Karte eines Gegners zerstört wird, du kannst bis zu zwei Spielfeldzauberkarten von deinem Friedhof und oder deinem Verbannten langsam, ganz ruhig. Wir wollen hier langsam lesen. Du kannst bis zu zwei Spielfeldzauber von deinem Friedhof oder deinen Verbannten Karten ins Deck mischen, dann kannst du bis zu so viele Karten zerstören, wie den Gegner kontrolliert. Es ist sehr viel Text, muss ich sagen. Okay, er kann sich speziell beschwören. Und vier Spells. Interessant. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir mit. Der böse Samen pflanzen. Oh, da haben wir direkt die erste Secret Rare hier. Sieht hübsch aus. Und ja, wie gesagt, ne, das ist ein neues Pflanzenthema. Natürlich funktioniert das sehr gut mit Rika, aber sie haben auch eigene Monster, wie eben hier zu sehen. Also nehmen wir das Ganze mit. Boah, die erste Secret Rare. Ja, der Pflanze, das sind auch die klassischen, die dritte. Jetzt habe ich schon drei. Das ist ja gut. Erleuchtungsdrache ist eine lichtverpflichtete Karte, indirekt. Natürlich eher als Urteilsdrache, indirekt. Denn er braucht als Fusionsmonster Urteilsdrache und Bestrafungsdrache. Das sind die zwei großen Drachenmonster. Und sie sagt folgendes, muss als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck beschworen werden, indem du die oben aufgeführten Monster verbannst, je eine vom Spielfeld und deinem Friedhof. Heißt, kann man da relativ gut beschwören. Passt natürlich auch vom Friedhof, einfach weil eben natürlich Lichtverpflichtete auch die Möglichkeit hat, ne, brauche ich nicht sagen, in den Friedhof zu legen. Hier wieder zu Turion. Ebenfalls neue Karte, aber wir wollen hier aus Synchro einziehen. So, weiter geht's. Wir haben gleich die Hälfte. deswegen erhöhen wir es. Die kennen wir jetzt ja bereits. Kampfwache Echos, auch eine neue Karte. Wenn diese Karte aktiviert wird, du kannst deiner Hand ein Erde-Krieger-Monster der Stufe 5 oder von deinem Deck hinzufügen, dann wirf eine Karte ab. Okay, erstmal direkt eine Search-Karte. Nehmen wir natürlich mit. Aber pro Spielzug, falls ein oder mehr Monster vom Spielfeld auf die Hand zurückgegeben werden, selbst während des Damage-Steps, du kannst einen der folgenden Effekte aktivieren, füge deiner Hand ein Kampfwachen-Wut und Kampfwachen-Geheule von deinem Deck hinzu. Andere offene Monster auf dem Spielfeld im Verteidigungspunkt, ändere ein offenes Monster in die verdeckte Verteidigungsposition. Interessant. Ist das so ein kleiner Mini-Deck-Thema oder so? Ich bin gespannt, was daraus wird. Hier auch. Wichtlord. Wichtig hier wieder, wir Totenkopfdiener. Totenkopfdiener ist allgemein so ein Deck, was immer wieder so ganz heimlich, also wir reden hier wirklich von heimlich, wie jetzt auch hier, so einfach so, ja, hier übrigens eine neue Karte. Übrigens hier auch eine neue Karte. Übrigens hier auch eine neue Karte. Also, ne, die bekommen mal hier nach und nach eine neue Karte. Hier die Super Rare hier aus diesem Booster. Nochmal ihn. Sehr gut. Wir kriegen alle zusammen. Goblin Biker und nochmal für Pflanzen. Weiter geht's. So, Hälfte geschafft. Unglaublich hier. Machen wir weiter. Hexe. Die kriege ich auch noch nicht. Hexer. Hätte sein können, dass die Illusion ist. Ne? Da muss ich mal aufpassen. Oh. Okay, Leute, ich muss die Karte eben rannehmen. Es ist wieder. Ihr müsst ja bedenken, ne? Ihr denkt so, ja, was ist denn los bei dir, ne? Was ist denn los bei dir? Aber ihr dürft nicht vergessen, guck mal, diese Distanz von hier bis hier ist, weiß ich nicht, 50 Zentimeter schon locker. Und wenn ich dann halt von hier hinten lese, ist gar nicht so leicht. Okay, kann nicht durch Karteneffekte des Gegners zerstört werden, solange Multiversum auf dem Spielfeld liegt. Du kannst jeden der folgenden Effekte von ihr nur einen Prozesszug verwenden. Falls ein oder mehr Karten in der Spielfeldzone des Spielfelds durch Karteneffekt verlassen, außer wenn des Damage-Steps, du kannst die Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Wenn der Effekt einer beliebigen Spielfeldzauberkarte, der bereits offen auf dem Spielfeld liegt, aktiviert wird, Quick-Effekt, du kannst einen deiner Monster, die verbannt ist oder sich im Friedhof befindet, ins Deck mischen und falls du jenes Monster jenes Spielfeldzauber erwähnt, kannst du stattdessen als Spezialbeschwörung beschwören. Ich weiß leider nicht gerade, was Multiversum kann. Klingt interessant. Interessante Spielfeldmechanik. Und haben wir Lichtverpflichtete? Den kleinen Drachenling. Oh, süß. Der ist super gut auch. Genauso wie die andere Karte. Super gut. Denn er alleine ist quasi Minerva. Beziehungsweise er selber ist quasi indirekt. Na gut, er ist Minerva. Denn er ermöglicht uns halt eben Wolf aufs Feld zu holen. Dann können wir in Minerva gehen, können weitere Karten millen. Super gute Karte. Sehr, sehr, sehr cool. Und natürlich hat er auch noch ein
wenn er ins Friedhof gelegt wird, Effekt. Und der ist auch ziemlich gut, denn du sagst vorher, du kannst der Hand ein Drachenmonster mit 3000 und 2600 Defense von der Deck hinzufügen. Ratet mal, welcher Drache das sein könnte. Das könnte ja nicht der Urteilsdrache sein. Natürlich ist das der Urteilsdrache. So, erste Hälfte ist damit jetzt vorbei. Und ich kann, glaube ich, sagen, ohne dass ich weiß, es ist schon auch aber mehr als die Hälfte des Videos vorbei. So, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen zugehen. Gold! Stolz bekommt... Ah, genau. Ich dachte gerade, das Neue kann ich nicht. Goldstolz bekommt nochmal ein Monster, bekommt auch nochmal ein Synchro-Monster. Aber, ich weiß nicht. Ich finde, für mich immer, Goldstolz hat so schön angefangen. Und gerade auch die zweite Welle war super gut, muss man sagen. Und jetzt, ich warte noch. Ich will noch mehr. Ich will noch mehr Goldstolz. Goldstolz ist von der Mechanik her, wie es gespielt wird, finde ich super toll. Ich will da mehr haben noch. Doppeldier. Das ist auch eine neue Karte, die ich kenne. Muss ich mal eben gucken hier. Aktiviere einen dieser folgenden Effekte. Falls du kein Monster kontrollierst, beschwöre ein Kriegermonster Stufe 4 Spezialbeschwörung von deinem Deck. Okay, ist eine Fallenkarte. Das heißt, gegnerische Monster Spezialbeschwörung. Musst du halt erstmal was Gutes haben. Wähle ein Kriegermonster, das du kontrollierst. Beschwöre ein Erde-Kriegermonster mit derselben oder ein niedriger Stufe als Spezialbeschwörung von deinem Deck oder Friedhof. Okay. Ist halt wirklich wie Day, ne? Also, so wie die Zauberkarte. Nur eben kam weg, wo ein Wille ist. Sehr schön. Haben wir jetzt die Zauberkarte, die ist auch bereit. Und so. Also langsam haben wir den Wurm drin. Ich meine, muss ja auch. Wir haben ja auch, wir haben schon alles gezogen in der ersten. Also so, Drache, weg und, eine Ultra-Rare. Eine Ultra-Rare. Hier dann eben für Monika. Sehr nice. Die legen wir hier jetzt auch raus. Nochmal Jubel. Und, weiß. Weiß, weiß, weiß. Weiß ist echt gut. Weiß gefällt mir wirklich gut. Vor allem Empfängerstufe 4 ist auch wirklich nicht schlecht, ne? Also natürlich fürs Deck selber, aber auch insgesamt. Dann noch die Tempelkarten. Dann haben wir Kettenspirale hier. Link 4 für Reptil bzw. Pflanze, ne? Also wie das Pflanze, Reptil, Insekt. Die harmonieren ja alle miteinander. Was ich auch sehr gut finde, dass man da halt was macht. Dass man die gut zusammen spielen kann. Weiter geht's hier. So, Day. Das ist meine erste. Okay. Das ist meine allererste. Das ist meine allererstes. Wir haben auch noch die gute. Wir haben auch noch die gute. Okay. Vorsichtig sein hiermit. Okay. Hübsch! 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 Unglaublich hübsch. Ich hab noch nie es gezogen in der Hauptset. Noch nie die Starlight gezogen. Hübsch! Hübsch! Nehmen wir mit! Oh, da bin ich jetzt aber sehr, 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 sehr überrascht. Da hat das Ganze ja nochmal eine interessante Wendung genommen. Trugbild der Spiegelkraft. Ja, wir haben hier eine neue Spiegelkraft auch am Start. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen... Oh, Leute, guckt euch das an. Es glitzert! Ne, man sagt ja mal so, oh, Glitzerkarten. Aber ja, Glitzerkarten. Glitzerkarten is what I want. Oh, Mann. Auch von Artwork. 10 von 10 hier. Wir haben noch nicht die Field Spell von Jubel gezogen. Das ist ein bisschen schade. Die würde ich dann doch gerne noch ziehen. Aber man kann ja nicht alles haben. Der Ball. Oh, yo, die wollte ich für mein Camera-Deck. Let's go! Da ist sie doch. Yo, Illusion Diabels, die Hüterin der Erbsünde. Super gute Karte, denn sie sagt, der Gegner muss Zauber- und Fallgarten setzen, bevor sie aktivieren kann. Sie selber kann aber auch gesetzte Karten Karten im Spielfeld zerstören, eine um genau zu sein. Was super gut ist, bedeutet also, sie alleine verhindert, dass der Gegner direkt aktivieren kann. Wir können das dann auch zerstören. Super gut. Und was noch gut ist natürlich, in Chimäre natürlich, also in Camera-Deck selber, da ist natürlich besonders gut, weil wir eben natürlich eben die Wächter-Chimäre rufen können, die auch zwei Karten im Spielfeld zerstören kann. Also, ne, von daher super gut. Ja, Mann! Ja! Okay, ich bin super zufrieden. Ich habe alles, was ich ziehen wollte. Ich wollte nur die Hüterin ziehen. Fair. Also, ich musste nicht Magier des Versprechens und der Einheit ziehen. Aber
Ich wollte eigentlich schon wirklich hier eben die Hüterin ziehen, weil, wie gesagt, die kann man spielen. Okay, warte, ich habe... Hey, warte, ich habe... Doch, ich habe schon... Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe noch keine Secret, aber... denn... wach auf, Zuturion! Auch neue Zuturion. Spell ist hier am Start. Denn es gibt noch, das kann ich euch abschließend sagen, es gibt noch eine neue Illusion-Karte, die eben sagt, dass wir eine beliebige Illusion-Karte suchen können, was unglaublich stark ist. Die Karte haben wir jetzt nicht gezogen. Das wären die zwei heißen Favoriten, die ich eben hier ziehen wollte. Aber Leute... Hey, ich brauche gar nichts sagen. Ich brauche gar nichts sagen. Okay, das ist, ich glaube, das ist das beste Set, was ich, ja, ich meine, allein dadurch, ne, das ist das Beste, was ich irgendwie je gezogen habe. Puh, Leute. Ja, ihr merkt, am Anfang kleine Talkrunde, dann am Ende eher gehyptes, unerwartetes Öffnen, sage ich einfach mal so, wie es ist. Ja, aber ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Das ist eben das neue Hauptset. Ich finde es ziemlich, ziemlich nice. Es sind ziemlich coole Karten dabei. Alleine auch hier natürlich Lichtverpflichtete, finde ich sehr nice. Also, wir haben ja noch ein bisschen gut. Können wir auch mal reinpacken. Finde ich sehr schön, mag Lichtverpflichtete. Ein super schönes Deckthema an sich. Aber jetzt wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag und wie immer natürlich viel Spaß beim Duellieren.